und willkommen zum 14. Türchen des Adventskalenders. Und heute geht es um den Charakter Ichiro Inuyashiki aus dem gleichnamigen Manga Inuyashiki von Hiroya Oku. Und Ichiro Inuyashiki ist ein unglaublich sympathischer Charakter. Hier haben wir tatsächlich einen Familienvater, der, obwohl er schon sehr, sehr alt aussieht, also er sieht mehr so aus, als ob die Kinder seine Enkel wären, aber noch gar nicht mal so alt ist. Er ist in den 50ern und wird durch einen Unfall, weil ein Raumschiff auf der Erde aufprallt und ihn mehr oder weniger tötet, zu einem Roboter, was aber auch gleichzeitig sein Krebsleiden heilt, weil er hätte an sich nicht mehr allzu lang zu leben gehabt. Nun ist er aber ein Roboter mit übernatürlichen Fähigkeiten und diese benutzt er, um Menschen und Tieren zu helfen, denn er kann Leute heilen, er kann schwere Krankheiten heilen und schwere Verletzungen heilen. So wird eine Katze angefahren, die noch mit ihrem Kätzchen da unterwegs ist. Und da bemerkt er seine Gabe, dass er diese Möglichkeit hat, Verletzungen wieder zu heilen. Und nachdem er die Katze geheilt hat, macht er sich auf den Weg von einem Krankenhaus zum nächsten und heilt andere Leute. Das versucht er natürlich sehr stark undercover zu machen, weil diese Fähigkeit ist nun mal nicht normal. Und es macht ihn halt gerade so unglaublich sympathisch. Man hat anfangs unglaublich viel Mitleid mit ihm. Er wird scheiße von seiner Familie behandelt, dass er denen nicht mal sagen mag, dass er todkrank ist. Er hat Probleme, da wird ihm im Zug der Sitzplatz weggenommen und wird da von irgendwelchen Jugendlichen da angemotzt. Also man hat wirklich richtig viel Mitleid mit diesem armen Mann und freut sich umso mehr, als er dann wirklich diese Fähigkeiten bekommt und halt dadurch immer mehr Anerkennung bekommt. Ichiro Inuyashiki, ein unglaublich sympathischer Charakter. So jemanden möchte man einfach kennen. Wie gesagt, er hilft, wo er nur kann. Wie gesagt, mit seinen Fähigkeiten versucht er immer Gutes zu tun und versucht Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Nur wenn es gar nicht anders geht, wobei sich dann mehr oder weniger dieses Waffensystem, denn an sich haben die Aliens aus ihm ein Waffensystem gebaut, weil sie halt keine anderen Teile hatten. Wir haben nie was über diese Aliens erfahren, aber scheinbar war es wohl ein Kriegsschiff oder sowas. Aber Ichiro Inuyashiki, man freut sich halt wirklich, wie er halt auch immer mehr Anerkennung bekommt. Später kommt es dann natürlich auch raus, dass er solche Fähigkeiten hat. Es gibt ja noch seinen Gegenspieler, aber der ist jetzt aber unwichtig. Und auch wenn er sich langsam an seine Familie wieder annähert, ist es wirklich schön zu sehen. Wie gesagt, und ein Charakter, mit dem man wirklich Mitleid hat, aber sich auch mit ihm freut. Man freut sich halt, als er feststellt, er hat die Gabe, Leuten zu helfen. Das erfreut auch den Leser, weil er wirklich so unglaublich sympathisch ist. Das war's zu Türchen Nummer 14 und wir sehen uns dann beim nächsten Türchen wieder.